Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 7, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verbesserung der Rückführung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die Bundesregierung die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, Deutschland hat eine erstaunliche Entwicklung gemacht. Von der Nation, die zwei Weltkriege und millionenfaches Leid verantwortete, hin zu einem Land, in dem Menschen Schutz suchen vor Krieg und Terror. Ein Land, das sich weltweit für Frieden einsetzt, ein solidarisches Land, meine Damen und Herren. Damit wir dieses Land sein können, braucht es aber auch klare Regeln und Gesetze. Regeln, die angewendet werden. Gesetze, die befolgt und kontrolliert werden. Dazu gehört auch, dass diejenigen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben, unser Land wieder verlassen müssen, schnell und zuverlässig. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass Migration in der Gesellschaft insgesamt anerkannt wird und Integration funktioniert. Und genau deshalb haben wir auch spürbar gehandelt. Auf vielen Ebenen, auf der europäischen Ebene, eine Regelung, die wirklich beachtlich ist, hin zu einem europäischen Asylsystem. Und wir haben die Schleuser stärker an den Binnengrenzen bekämpft mit temporären Grenzkontrollen, um so auch irreguläre Migration zu bekämpfen. Die Zahl der Abschiebungen ist in diesem Jahr schon um 27% höher als im Vorjahreszeitraum. Dennoch gibt es weiteren Änderungsbedarf. Denn dass Ausreisepflichtige Deutschland verlassen müssen, ist eine Selbstverständlichkeit, eigentlich. Doch in der Praxis gibt es immer wieder Schwierigkeiten, diese Selbstverständlichkeiten umzusetzen. Das ist übrigens in vielen anderen europäischen Staaten auch der Fall. Deshalb beraten wir heute das umfangreichste Gesetz zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Rückführung, das eine Bundesregierung jemals vorgelegt hat, meine Damen und Herren. Mit diesem Gesetz schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen, um Ausweisungen und Rückführungen konsequent umzusetzen. Konkret vorgesehen ist, den Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage zu verlängern, um den Behörden mehr Zeit für die Abschiebung zu geben. Ebenfalls vorgesehen ist, Straftäter und Gefährder konsequenter und schneller abzuschieben. Das gilt insbesondere für die organisierte Kriminalität. Dafür erleichtern wir die Möglichkeit, Mitglieder krimineller Vereinigungen auszuweisen. Denn wer in kriminellen Netzwerken operiert, muss die Folgen auch spüren. Auch was das Aufenthaltsrecht angeht. Der Rechtsstaat darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Das gilt umso mehr im Umgang mit dem islamistischen Terrorismus und seinen Unterstützern. Sie müssen wir besonders scharf ins Visier nehmen, gerade angesichts der barbarischen Hamas-Morde vom 7. Oktober. Ich will es heute auch noch einmal sehr deutlich sagen. Wer Verbrechen und Terrorakte bejubelt, wer jüdisches Leben bedroht, wer Israels Existenz und ja, auch Israels Selbstverteidigungsrecht bestreitet, stellt sich gegen die Grundwerte unserer Verfassung und gegen die Staatsräson unseres Landes, meine Damen und Herren. Wir werden den Kampf gegen Antisemitismus deshalb weiter mit aller Härte führen und die notwendigen rechtlichen Konsequenzen ziehen. Um Rückführungen und Abschiebungen effektiver durchführen zu können, müssen wir verhindern, dass Ausreisepflichtige untertauchen. Deshalb schaffen wir unter natürlich strengen rechtsstaatlichen Voraussetzungen zusätzliche Möglichkeiten, Wohnungen und auch Gemeinschaftsunterkünfte zu betreten. Wir wollen verhindern, dass Abschiebungen scheitern, indem geltendes Recht missbraucht wird. Etwa durch offensichtlich aussichtslose Asylfolgeanträge. Zukünftig genügt selbstverständlich nach sorgfältiger Prüfung die Mitteilung des BAMF, dass es kein weiteres Asylverfahren geben wird, um eine Abschiebung durchzuführen. Das Gesetz zielt zudem darauf ab, Schleuser härter zu bestrafen und auszuweisen.
Diesem menschenverachtenden Geschäft werden wir einen Riegel vorschieben, meine Damen und Herren. Wenn Schleuser mindestens zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurden, wiegt das Ausweisungsinteresse künftig besonders schwer. Eine Abschiebung wird dann leichter. Auch das Strafmaß bei Schleusungsdelikten wird erhöht. Und wir schließen eine Regelungslücke, die vorher auch niemand beachtet hat. Übrigens, künftig ist auch die Schleusung von Kindern strafbar, meine Damen und Herren. All diese Maßnahmen sind notwendig, um irreguläre Migration wirksam zu begrenzen. Sie sind aber auch nötig, das sage ich auch in aller Deutlichkeit, auch an die rechte Seite des Hauses, um das individuelle Grundrecht auf Asyl zu schützen, meine Damen und Herren. Dieses Recht wollen wir bewahren, und jene, die ein Recht auf Asyl in Deutschland haben, wollen wir auch gut in unsere Gesellschaft integrieren. Dafür stärken wir Integrationskurse. Dafür wollen wir Asylsuchenden und Geduldeten einen früheren und leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Auch das ist dringend notwendig, meine Damen und Herren. Frühestens nach 3 und spätestens nach 6 Monaten in Deutschland soll es nun möglich sein, eine Arbeit aufzunehmen. Auch geduldete Menschen sollen künftig im Regelfall eine Beschäftigungserlaubnis bekommen. Denn Arbeit ist der entscheidende Faktor für Integration, meine Damen und Herren. Der Bund muss einen rechtlichen Rahmen schaffen, der es den Ländern ermöglicht, die Rückführung möglichst effektiv zu vollziehen. Als wir den vorliegenden Gesetzentwurf erstellt haben, sind wir deshalb von Anfang an umfassend darauf eingegangen, was gerade die Länder und auch die Kommunen an Vorschriften, an Erleichterungen, an Beschleunigung im Verfahren wollten. Und sie haben sie eingebunden. Und deshalb darf ich mich auch ganz herzlich bedanken, wie umfangreich die Länder und Kommunen an diesem Gesetzesvorhaben mitgearbeitet haben. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ich bin sehr überzeugt davon, wenn wir Schutzsuchenden auch in Zukunft helfen wollen, müssen wir die Rechtsordnung schützen, die uns das ermöglicht. Wer kein Recht hat zu bleiben, muss Deutschland wieder verlassen. Diesen Grundsatz müssen wir auch durchsetzen können, denn andernfalls überfordern wir unser Gemeinwesen und schaden dem berechtigten Anliegen jener, die wirklich unseren Schutz brauchen. Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung des vorliegenden Gesetzentwurfs. Vielen Dank. Bundesinnenminister Nancy Faeser hat hier das Rückführungsverbesserungsgesetz vorgestellt. Verschiedene Maßnahmen, die der Polizei und den Behörden einen besseren Zugriff auf Ausreisepflichtige gewährleisten soll. Henrik Hoppensteck für die CDU-CSU. Unser Land befindet sich in einer akuten, multiplen Krise. Eine Haushaltskrise, eine Wirtschaftskrise, aber vor allen Dingen auch einer Migrationskrise. Alle diese Krisen, und man könnte wahrscheinlich viel mehr nennen, münden in einer Vertrauenskrise in die demokratische Politik, weil die Menschen auf breiter Front das Vertrauen verlieren, dass diese Regierung, schlimmstenfalls übrigens gleich der ganze Staat, die Probleme dieses Landes auch in nur halbwegs zufriedenstellender Weise lösen können. Und das gilt insbesondere auch für die akute Migrationskrise. In diesem Jahr werden voraussichtlich deutlich mehr als 300.000 Menschen Asylanträge in Deutschland stellen. Die Asylantragstellungszahlen in Ihrer Regierungszeit sind explodiert. Bei den Erstanträgen haben wir dieses Jahr doppelt so viele wie in 2021. Die Aufnahmekapazitäten in den Gemeinden und Städten sind erschöpft. Es gibt dort keine Unterkünfte mehr, keine Integrationskapazitäten mehr. Und es gibt vor allen Dingen auch immer weniger Aufnahmebereitschaft bei den Menschen vor Ort. Und deshalb muss ein Baustein einer neuen Migrationspolitik sein, dass ausreisepflichtige Ausländer effektiv in ihre Herkunftsstaaten zurückgeführt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält, lassen Sie mich das klar sagen, durchaus einige vernünftige und auch richtige Maßnahmen, die wir übrigens als CDU-CSU-Bundestagsfraktion schon seit langem fordern. Dazu zählen die Erleichterungen bei den Abschiebungshaften und beim Ausreisegewahrsam, die den Behörden bessere Möglichkeiten an die Hand geben, die gesetzliche Ausreisepflicht durchzusetzen. Und dennoch bringt dieser Gesetzentwurf keine migrationspolitische Zeitenwende.
denn er wird der Migrationskrise und ihrer Dimension schlicht nicht gerecht, und zwar aus drei wesentlichen Gründen. Erstens, Frau Faeser, dieser Gesetzentwurf kommt viel zu spät. Schon vor 4 Jahren, als die Abschiebung des Bremer Clanchefs Miri spektakulär gescheitert ist, hat Horst Seehofer ein ganzes Bündel an Maßnahmen aufgeschrieben, die Sie übrigens in weiten Teilen in Ihrem Gesetzentwurf heute wiederfinden, um die Rückführungen zu erleichtern und zu verbessern. Gescheitert ist das damals an Christine Lambrecht, der SPD-Justizministerin. Und meine Damen und Herren, als dann Anfang des Jahres offensichtlich bei Ihnen die Erkenntnis wuchs, dass es jetzt doch richtig war, ein paar von diesen Vorschlägen umzusetzen, da haben Sie im Februar einen Auftakt gehabt. Sie haben dann einen sehr langen nochmal Umweg über die Ministerpräsidentenkonferenz im Mai gehabt. Und jetzt endlich, am 30.11., haben wir heute hier in diesem Hause die erste Lesung. Meine Damen und Herren, das ist das neue Deutschlandtempo der selbsternannten Fortschrittskoalition. So wird das nichts. Zweitens, der Gesetzentwurf wird im Ergebnis nur sehr überschaubare Wirkungen haben. Frau Faeser, Sie selber gehen in Ihrem Gesetzentwurf in der Begründung aus, dass es 600 zusätzliche Abschiebungen ausmacht, und zwar pro Jahr. So steht das da. Aktuell übrigens bei 1.000 Antragstellungen pro Tag. Das ist also die Umsetzung der vollmundigen Ankündigung von Bundeskanzler Scholz. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Und drittens, meine Damen und Herren, werden die wenigen richtigen Maßnahmen in diesem Gesetzentwurf durch migrationspolitische Entscheidungen konterkariert, die Sie in den vergangenen 2 Jahren getroffen haben und die in die exakt gegensetzte Richtung zielen. Mehr Zuwanderung, mehr Anreize für irreguläre Migration, weniger Rückführung. Sie haben die Bleibemöglichkeiten für abgelehnte Asylbewerber ausgeweitet. Sie haben den Spurwechsel ermöglicht. Sie haben den Zweck der Begrenzung des Zugangs aus dem Aufenthaltsgesetz gestrichen. Und jetzt parallel zu Ihrem Rückführungsgesetz hat die Bundesregierung auch noch die Ausweitung der Beschäftigungsduldung beschlossen, ich nehme an, um die Zustimmung der Grünen zu erkaufen. Abgelehnte Asylbewerber können so doch in Deutschland bleiben, sobald sie nur einen Job vorweisen können. Das alles geht in die falsche Richtung und trägt dazu bei, dass irreguläre Migration nach Deutschland hoch bleiben wird. Und ich rate Ihnen einfach, schauen Sie sich doch noch mal die 26 Punkte an, die unser Fraktionsvorsitzender dem Bundeskanzler im Oktober diesen Jahres überreicht haben. Ich will sie nicht alle noch mal nennen, aber die wichtigsten gehören hier noch mal hin. Stoppen Sie die freiwilligen Aufnahmeprogramme. Setzen Sie den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten aus. Erweitern Sie die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um Algerien, Marokko, Tunesien und Indien. Sorgen Sie dafür, dass Asylbewerber und ausreisepflichtige Personen dauerhaft nur die abgesenkten Sozialleistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten. Und kümmern Sie sich endlich um funktionierende Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern. Was wir nämlich brauchen, meine Damen und Herren, was wir nämlich brauchen, ist eine Migrationspolitik aus einem Guss und nicht mehr dieses Stückwerk. Meine Sorge ist nämlich, und da, Frau Ministerin, glaube ich fast, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, auch wenn es nur sehr wenige ist. Meine Sorge ist nämlich, dass uns die Zeit wegrennt. Wenn nämlich die irreguläre Migration nicht sehr schnell und sehr spürbar begrenzt wird, dann verlieren wir die Akzeptanz für Humanität gegenüber den wirklich schutzbedürftigen Menschen, die auch weiter eine sichere Bleibe in Deutschland haben sollen. Herzlichen Dank. Henrik Hoppenstedt für die CDU/CSU. Das vorliegende Gesetz hat einige Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verlängerung des Ausreisegewahrsams von 10 auf 28 Tage. Gemeinschaftsunterkünfte dürfen unter bestimmten Bedingungen betreten werden. Abschiebungen müssen nicht immer mehr angekündigt werden. Und wenn ein Pass nicht vorhanden ist, dürfen auch Handys ausgewertet werden. Das alles hat Phyllis Polert von den Bündnisgrünen schon im Vorfeld massiv kritisiert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz setzt das Innenministerium die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenzen um und geht darüber hinaus. Wir haben schon damals gesagt, Gesetzgeber ist und bleibt das Parlament, denn die Entscheidung treffen am Ende wir und müssen diese auch verantworten. Der Regelungsbereich des Gesetzes ist ausgesprochen breit. Der Ausreisegewahrsam soll deutlich verlängert und die Abschiebehaft ausgeweitet werden. Durchsuchungen in Gemeinschaftsunterkünften sollen erleichtert werden, sodass künftig auch völlig unbeteiligte Personen, auch Familien, damit rechnen müssen, dass PolizistInnen ihre Wohnung betreten. Bestimmte Personen sollen ohne Verurteilung allein auf Verdacht ausgewiesen werden können. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma befürchtet, dass es dadurch bald wieder zu Sippenhaft völlig unbescholtener Menschen kommen könnte. Das müssen wir ernst nehmen. Gegen diese Maßnahmen
Maßnahmen haben die beiden großen Kirchen, die Wohlfahrtsverbände Amnesty International, Pro Asyl, Terre des Hommes, der Deutsche Juristinnenverband, Deutsche Anwaltsverein und die Gesellschaft für Freiheitsrechte und viele andere zahlreiche verfassungs- und europarechtliche Vorbehalte vorgebracht. Denn der Entwurf sieht Eingriffe in elementare Grundrechte vor, in das Recht auf Freiheit, auf Unverletzlichkeit der Wohnung und auf die Privatsphäre. Diese Eingriffe treffen nicht nur, wie immer wieder gesagt wird, schwere StraftäterInnen, sondern Schutzsuchende und Geduldete, insgesamt darunter zum größten Teil Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Wir werden deshalb in den Beratungen, Frau Ministerin, genau prüfen, ob diese Grundrechtseingriffe gerechtfertigt sind. Auch bei der Debatte um die Kriminalisierung von Seenotretterinnen die letzten Tage gehen zahlreiche Juristinnen davon aus, dass ehrenamtliche Seenotretterinnen Ermittlungen fürchten müssen. Wir begrüßen deshalb, Frau Ministerin, dass hier das Innenministerium klargestellt hat, dass diese Intention nicht beabsichtigt ist. Dies wird entsprechend in den Beratungen berücksichtigt, meine Damen und Herren. Denn für die Koalition gilt, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, Menschen, die lebensrettende Hilfe leisten, dürfen nicht Gefahr laufen, dafür belangt zu werden. Da sind wir uns einig. Meine Damen und Herren, grundsätzlich möchte ich betonen für meine Fraktion, dass im Hinblick auf die Debatte um ausreisepflichtige Personen, Herr Hoppenstedt, und auch in Ihrer Fraktion gab es sehr viel Offenheit für das Chancenaufenthaltsrecht. Das haben Sie selbst dokumentiert hier im Parlament, dass der Fokus mehr auf Bleiberechtsregelungen legen sollte und vor allem auf freiwillige Ausreisen, meine Damen und Herren. Denn die Zahl der freiwilligen Ausreisen ist derzeit doppelt so hoch wie die zwangsweisen Abschiebungen. Sie sind mit weniger Härten für die Betroffenen verbunden und bedeuten eine große Entlastung der beteiligten Behörden. Und ich möchte in Erinnerung rufen, dass die rechtlichen Verschärfungen unter Seehofer nicht zu mehr Abschiebungen, aber zu einer härteren Abschiebepraxis geführt haben, zu mehr Gerichtsverfahren und einer starken Belastung der Justiz. Auch das müssen wir beachten. Meine Damen und Herren, auch noch mal in die Richtung der Union, weil dieses Narrativ, das ist für mich schwer erträglich. Wer sagt, wir hätten ein Abschiebedefizit, verkennt, wer die Menschen sind, die in unseren Kommunen unter der Ausreisepflicht leben müssen. Die allermeisten von ihnen haben eine Duldung, meine Damen und Herren. Die Gründe dafür sind vielfältig, so vielfältig wie die Lebensgeschichten dieser Menschen. Sie sind geduldet, weil sie zum Beispiel sich in einer Ausbildung befinden und eine Ausbildungsduldung haben, die diese Fraktion mit verabschiedet hat. Oder weil sie nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden können. Zum Beispiel viele unter den Ausreisepflichtigen sind nach wie vor Afghaninnen und Afghanen. Die können wir und wollen wir auch nicht abschieben, meine Damen und Herren. Auch für die müssen wir Perspektiven schaffen. Was stattdessen den Betroffenen und den Kommunen tatsächlich hilft, ist Chancen bieten, Herr Hoffmann, und Perspektiven schaffen. Ein Teil des Gesetzespaketes wird sich genau diesen konstruktiven Lösungen widmen. Wir reduzieren etwa die unnötige Bürokratie, indem Aufenthaltstitel länger gelten. Wir sorgen dafür, dass Geflüchtete und Geduldete schneller arbeiten dürfen. Und wir verbessern die Beschäftigungsduldung. Und auch die Aufenthaltserlaubnis bei Ausbildung weiten wir aus. Genau das machen wir, Herr Hoppenstedt, haben Sie keine Angst. Das hilft unserer Wirtschaft, das hilft unseren Gastronomen und letztendlich hilft es der gesamten Gesellschaft, weil wir haben einen Arbeitskräfte- und einen Fachkräftemangel, meine Damen und Herren. Und sowohl der Deutsche Industrie- und Handelskammertag als auch die Flüchtlingsverbände sind sich gemeinsam einig. Dafür haben sie sehr viele konkrete Vorschläge gemacht. Auch diese wollen wir im parlamentarischen Verfahren berücksichtigen. Wir sind überzeugt, Frau Präsidentin, dass uns diese konstruktiven Lösungen viel mehr bringen für die Gesellschaft. Davon profitieren wir letztendlich alle. Danke sehr. Filiz Polat von den Bündnisgrünen, parlamentarische Geschäftsführerin, hatte im Vorfeld dieses Gesetz massiv kritisiert als unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte und Freiheiten von Menschen. Das hörte sich jedoch sehr abgemildert an. Bernd Baumann jetzt von der AfD. Er ist der erste parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Hat es in der Weltgeschichte je etwas Vergleichbares gegeben? Deutschland wirkt wie ein gigantischer Magnet auf bald alle Fremden dieser Erde, zieht Millionenscharen aus allen Armutsgebieten an. Die Folge: dreistellige Milliardensummen, verwahrloste Stadtteile, Araberclans, versagende Schulen, Gewalt auf den Straßen, Frauen in Angst wie nie zuvor und eine Bevölkerung, die nicht mehr weiß, wie ihr geschieht. Wie konnte es so weit kommen? Das Ganze ist passiert, weil hierzulande eine ganze politische Klasse aus Parteien und Medien versagt hat, weil sie linken Spinnereien verfallen ist, eine politische Klasse, die schlicht verrückt geworden ist, meine Damen und Herren. Unsere Bevölkerung will, dass dieser Wahnsinn aufhört. Alle Wahlen, alle Umfragen zeigen das. Und die Regierung tut so, als wolle sie reagieren. Die Ampelkoalition bringt heute unter lautem Pressegetöse ein Gesetz zur Verbesserung von Rückführung ein. Wörtlich verspricht Kanzler Scholz Abschiebung im großen Stil. Aber was bringt das Gesetz tatsächlich? Winzigste Mikroveränderung. Nur ein Beispiel: Verlängerung des Ausreisegewahrsams auf 28 Tage. Experten der Bundespolizei sagen, reden Sie mal mit denen, Ausreisegewahrsam unter einem halben Jahr bringt gar nichts. Das ist sinnlos. Reine Makulatur, meine Damen und Herren. Und so geht es im ganzen Gesetz weiter, weil Sie gar nicht wirklich abschieben wollen. Und Sie geben das ja auch noch offen zu. Sie schreiben selber in der Gesetzesbegründung, durch das Gesetz würden pro Jahr allenfalls 600 Asylanten zusätzlich abgeschoben, nicht mehr, ganze 600. Angesichts 300.000 endgültig abzuschieben, da ist das ein Anteil von 0,002. Das sind 2/1000. Diese Dosis ist nicht mal homöopathisch. Das ist nichts. Null. Sie wollen die Wähler für dumm verkaufen und verschwenden hier unsere Zeit im Parlament. Warum machen Sie keinen größeren Wurf? Warum nur 600? Weil Sie gar nicht anders können. Sonst gehen Ihre linken Parteiideologen und die grüne Basis auf die Barrikaden. All diese Einwanderungsfanatiker und Migrationsfreunde würden aufschreien. Das ist der Grund. Diese Ampelregierung ist zu jeder echten Asylreform unfähig, meine Damen und Herren. Aber heute haben wir ja auch die CDU gehört. Die würde ja so gern abschieben, wenn nur die Wähler sie wieder an die Regierung bringen würden. Du lieber Gott! Die CDU war doch gerade 16 Jahre an der Macht und hat jedes Jahr mehr Abschiebungen versprochen und hat jedes Jahr ihr Versprechen gebrochen. Es wurden immer weniger abgeschoben. Am Ende waren es nur noch die Hälfte. Schlimmer kann man politisch gar nicht lügen. Auch in Bundesländern, in denen die CDU regiert, wird kaum abgeschoben, weil auch Sie nicht wollen. Den wirklichen Willen dazu haben nur wir, meine Damen und Herren. Und wer den Willen hat, der weiß auch, dass Abschiebungen allein gar nicht reichen. Sie müssen eingebettet sein in ein Gesamtsystem moderner Migrationspolitik mit Antworten auf den heutigen modernen, gigantischen Migrationsdruck, von dem unsere Verfassungsväter ja noch gar keine Ahnung hatten und nicht haben konnten. Wir brauchen neue, moderne Lösungen für die heutigen gigantischen Probleme. Und diese Lösung muss aus drei Elementen bestehen. Erstens. Wir brauchen endlich, endlich einen lückenlosen Grenzschutz an unseren deutschen europäischen Außengrenzen. Und das bedeutet die sofortige Zurückweisung aller illegalen Migranten an unseren Grenzen, und zwar ohne Wenn und Aber, meine Damen und Herren. Wir brauchen zugleich Zentren außerhalb Europas, wo glasklar überprüft wird, ob Schutzgründe vorliegen. Und die große Masse der Migranten, bei denen das nicht der Fall ist, kommt dann nicht länger über unsere Grenzen, weil wir ihnen klargemacht haben vorher: Ihr kommt hier nicht rein. Und auch für all die Schutzlosen, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, müssen Schutzzonen die Lösung sein. Außerhalb Europas, am besten in der Nähe ihrer Heimat. Da verstehen sie die Sprache, das ist ihre Kultur. Und wenn jetzt die üblichen Bedenkenträger sagen, aber dagegen stehen doch Richtlinien und Konventionen der EU, dann sage ich Ihnen, wenn Deutschland
das größte Land Europas, den politischen Willen hat, wird ganz Europa umsteuern. Denn schon alle Staaten Osteuropas machen mit. Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, alle Staaten Nordeuropas machen mit. Dänemark, Schweden, Finnland im Süden machen mit. Italien und Österreich. Und im Westen schwenkt gerade selbst Holland um. Wenn Deutschlands Führung den politischen Willen hätte, ist alles möglich. Aber Sie haben ihn nicht. Wir von der AfD haben ihn. Wir setzen das durch, voll und ganz. Zweitens, Abschaffung aller Pull-Faktoren, die Armutsmigranten herlocken. Keine falsche Perspektive mehr auf schnelle deutsche Staatsbürgerschaft. Kein Familiennachzug mehr für Leute, die nur vorübergehend hier Schutz genießen und nur noch Sachleistungen zum alltäglichen Leben. All diese Pull-Faktoren müssen weg. Wir müssen den Asylmagneten abschalten, meine Damen und Herren, endgültig, ein für alle Mal. Drittens, Rückführung aller illegalen, aller abgelehnten Asylbewerber in ihre Heimatländer oder in sichere Drittländer. Aber das geht doch nicht, sagen da die linken NGOs, die Grünen und die Jusos und die ganzen Profiteure der Asylindustrie. Sie verschanzen sich hinter einem Gestrüpp von Gesetzen, die nur zu einem Zweck gemacht wurden, Abschiebung zu verhindern. Dazu sagen wir Ihnen, all das kann man ändern, wenn man nur will. Denn alle Gesetze sind von Menschen gemacht und Menschen können sie wieder ändern. Wenn Sie den Willen dazu haben, den Mut und die Kraft, die Ampelparteien und die Union haben das nicht. Wir haben das. Machen Sie den Weg frei. Deutschland hat es verdient, meine Damen und Herren. Bernd Baumann war das von der AfD, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass bei dem Rückführungsverbesserungsgesetz der Gesetzgeber selber davon ausgeht, dass mit all den Maßnahmen schätzungsweise 600 Menschen mehr abgeschoben werden können im Jahr. Nächster Redner jetzt Stefan Thomé, auch eher parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nach dieser sehr schrillen Rede, die wir soeben gehört haben, will ich mal ein paar Worte sagen zur Einordnung des Ganzen, zur Situation, in der wir uns befinden, gerade weil jetzt der Ukraine-Krieg in den zweiten Winter geht, der das Regieren, die Politik in Europa, in Deutschland total verändert hat, nicht nur sicherheitspolitisch, auch in der Energiepolitik und eben auch in der Migrationspolitik. Es gab schon lange keine Regierung mehr, die in eine solche Krise hinein gegründet worden ist. Es gab zunächst mal die Corona-Krise, in die diese Regierung hinein gegründet worden ist. Und sie war noch nicht ganz vorbei. Da begann der Ukraine-Krieg, der auch erhebliche Folgen in Sachen Migration mit sich gebracht hat. Wir haben immer noch etwa 1 Million Ukraine-Flüchtlinge bei uns im Land. Und im letzten Jahr und in diesem Jahr wäre es etwa 500.000 weiterer Menschen sein, die nach Deutschland kommen, zusätzlich zu denen, die schon aus den vergangenen Jahren noch hier sind. Und das bringt unser Land, bringt die Gemeinden, bringt die Kommunen, bringt die Kindergärten, die Schulen natürlich an Limits. Und deswegen erwarten die Menschen völlig zu Recht, dass diese Regierung Maßnahmen, aber eben wirksame, verhältnismäßige, sinnvolle, rechtsstaatliche Maßnahmen ergreift, um dieser Lage Herr zu werden, um sie in den Griff zu bekommen. Nicht uferlos, aber eben mit Ziel und Augenmaß und wirksam und evidenzbasiert. Und dazu ergreift diese Regierung eine ganze Reihe von Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich der Zuzugsbeschränkungen. Wir haben gerade eben in der letzten Sitzungswoche zwei weitere Länder zu den Herkunftsstaaten erklärt, Georgien und Moldawien. Wir haben Grenzkontrollen intensiviert im Grenzraum, aber auch an der Grenze selbst. Und endlich geht es mit der GEAS-Reform voran, meine Damen und Herren, um die europäischen Grenzen besser abzusichern. Dinge, die lange liegen geblieben sind, kommen jetzt endlich auf den Weg, meine Damen und Herren. Wir greifen aber auch Maßnahmen, um Einwanderung besser zu steuern, indem wir die Arbeitskräfteeinwanderung in unseren Arbeitsmarkt besser ermöglichen, nehmen wir den Migrationsdruck aus der Flucht und dem Asylsystem heraus. Wir haben den Chancenaufenthalt verbessert und eingeführt, damit mehr Menschen aus dem Sozialsystem in den Arbeitsmarkt hineinkommen. All das sind Maßnahmen, um den Druck im Land zu erleichtern. Ich wollte Sie jetzt, in Ihrem Redefluss nicht, Sie möchten keine Zwischenfrage ich zulassen. Bin jetzt gerade mittendrin und würde es ganz gerne mal noch ein bisschen weiter ausführen, meine Damen und Herren. Und was jetzt heute auf den Tisch kommt, ist eben, dass wir auch Rückführungen verbessern.
Es ist von Migrationsabkommen die Rede gewesen. Auch die werden jetzt gerade auf den Weg gebracht, werden verhandelt. Es werden mehr solche Abkommen geschlossen werden. Und was ich heute auf den Tisch lege, ist ein Gesetz zur Verbesserung der Rückführungen. Abschiebung, meine Damen und Herren, ist kein Begriff aus dem Wörterbuch eines Unmenschen, sondern das ist die notwendige, sinnvolle, konsequente Vollendung einer behördlichen, vielleicht auch gerichtlichen Entscheidung. Wenn ein Asylantrag abgelehnt worden ist, na ja gut, dann muss eben daraus die Ausreise der abgelehnten Person folgen. Dazu gibt es eine Ausreiseberatung. Es gibt Hilfe und Unterstützung, es gibt eine Aufforderung dazu. Und wenn jemand dieser Aufforderung eben nicht nachkommt, dann muss irgendwann der Staat auch seine Entscheidungen umsetzen. Er muss sie vollziehen, muss sie vollstrecken und dann muss eben die Abschiebung folgen. Die Abschiebung ist momentan die komplizierteste, aufwendigste, langwierigste und mühsamste Form, um die Entscheidung zu vollstrecken. Aber es ist eben eine notwendige Entscheidung, meine Damen und Herren. Und was wir jetzt machen, ist, dass dieser Vollzug einer behördlichen Entscheidung eben nicht mehr so mühsam, langwierig, aufwendig und kompliziert ist, sondern dass es leichter und einfacher geht. Und dazu greifen wir über 40 Einzelmaßnahmen in diesem Gesetz. Über 40 Einzelmaßnahmen. Ich will nur mal ein paar davon aufzählen, damit Sie sehen, was alles im Gesetz steht. Wir verlängern den Ausreisegewahrsam auf maximal 28 Tage. Es werden Abschiebungen weniger angekündigt werden. Es wird eine leichtere Abschiebung von Straftätern geben, eine leichtere Ausweisung von Schleusern, eine leichtere Ausweisung von Mitgliedern krimineller Organisationen. Und es wird auch leichter werden, Handys auszulesen von Geflüchteten, um ihre Identität, Staatsangehörigkeit und Fluchtwege besser nachzuvollziehen. Und wir werden am Ende auch Betretungsrechte erweitern, damit nicht jemand sich auf einfachste Art und Weise der Abschiebung entziehen kann, indem er einfach sein Zimmer verlässt. Das ist eine ganze Reihe von Maßnahmen, die am Ende ein Geflecht, eine Struktur geben, die zeigt, dass diese Regierung das, was früher eine leere Drohung gewesen ist, nämlich die Abschiebung auch zu vollstrecken, jetzt schärfer gestellt wird und so zeigt, dass wir nach und nach in der Asylpolitik eine Zeitenwende einleiten, neue Paradigmata setzen, indem wir reguläre Einwanderung in den Arbeitsmarkt erleichtern, aber irreguläre begrenzen und erschweren. Und das ist eine Wende in der Asylpolitik. Ich danke Ihnen. Der Bundestag debattiert über das Rückführungsverbesserungsgesetz und die nächste Rednerin ist die Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Linksfraktion, die es ja noch gibt, Clara Bünger. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste auf den Tribünen. Die Ampel ist mit dem Versprechen angetreten, eine andere Migrationspolitik als Seehofer zu machen. Sie wollte Rechte erweitern, statt diese einzuschränken, und sie wollte mehr Teilhabemöglichkeiten für geflüchtete Menschen schaffen. Das war auch ein Anliegen vieler junger Abgeordneter der Grünen Jugend und der Jusos. Dass Sie heute einen solchen Gesetzentwurf vorlegen, hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht. Denn das, was die Ampel jetzt vorgelegt hat, könnte direkt aus Seehofers Feder stammen. Offensichtlich hat die Ampel sich dem gesellschaftlichen Druck von rechts unterworfen. Denn sie folgen ihrer Logik, indem sie im ersten Satz ihres Gesetzentwurfs auch ganz klar schreiben, Geflüchtete als Problem der Kommunen. Sie identifizieren sie als Problem der Kommunen und als Lösung präsentieren sie, dass Abschiebung verbessert werden soll. Ihr Gesetzentwurf wird keine Kommune entlasten, aber Geflüchtete noch mehr entrechten und ihre Lebensumstände noch weiter verschlechtern. Dazu zwei Beispiele. Erstens. Sie wollen das Recht auf Freiheit einschränken, indem Sie Abschiebehaft massiv ausweiten, um Geflüchtete leichter abzuschieben zu können. Dabei haben Asylsuchende nichts verbrochen, sondern nur einen Asylantrag gestellt. Das ist keine Strafe. Schon jetzt ist jede zweite Abschiebungshaft rechtswidrig. Diese Probleme werden sich in Zukunft noch verschärfen. Zweitens. Sie greifen drastisch in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung ein, indem sie es Behörden erlauben, in Gemeinschaftsunterkünften beliebige Zimmer zu durchsuchen, um ausreisepflichtige Personen ausfindig zu machen.
Ich halte das im Gegensatz zu Ihnen, Frau Faeser, für einen unzulässigen Eingriff in Grundrechte von schutzsuchenden Menschen. Die Verschärfungen stoßen außerdem auf erhebliche grundrechtliche, europarechtliche und völkerrechtliche Bedenken, und das nicht nur bei mir, sondern auch bei Verbänden wie Pro Asyl, Amnesty International und dem Paritäter. Die bittere Wahrheit ist, die vorgeschlagenen Verschärfungen werden Hunderttausenden Geflüchteten das Leben zur Hölle machen. Sie werden aber nicht dazu führen, dass wesentlich mehr Menschen abgeschoben werden. Und das haben Sie auch selbst gesagt und erkannt, dass es nur 600 Personen betreffen wird. Deswegen werden auch Union und AfD, die auch sich mit diesem Gesetzentwurf ganz einfach nicht zufrieden geben. Schon jetzt hören wir aus den Reihen der Union, dass die Verschärfung nicht weit genug ging. Die Rechten werden also das Spiel weitertreiben. Entschuldigung, Frau Böhnger, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Abgeordneten Fahle? Nein, der hat keinen Beitrag zu der sachlichen Debatte. Also jetzt hören wir schon von rechts, und da hätte er ja genau das gesagt, jetzt hören wir von rechts, dass das Spiel weiter betrieben werden soll. Die Rechten werden genau dieses Spiel weiter betreiben, indem sie in der nächsten Sitzungswoche die nächsten Angriffe auf Geflüchtete einbringen werden. Deshalb sage ich auch ganz klar in die Richtung von Grüne und SPD. Sie sollten mal darüber nachdenken, bis wohin Sie den Rechten eigentlich noch hinterherlaufen wollen. Wo sind Ihre roten Linien bei Menschenrechten? Das frage ich Sie ernsthaft. Wir als Linke sind mittlerweile die einzige Partei in diesem Parlament, die bei der Spirale der Entrechtung nicht mitmacht. Wir sind die Einzigen, die klipp und klar sagen, die Geflüchteten sind nicht das Problem, sondern die Ausstattung der Kommunen und die Verteilung von Reichtum in diesem Land. Die Verteilung zwischen oben und unten. Und das betrifft übrigens alle Menschen in diesem Land. Und wir sind die einzige Partei, die sagt, Abschiebungen lösen keine Probleme. Abschiebungen bauen keine Wohnung. Abschiebungen schaffen keine Kita-Plätze. Abschiebungen stellen keine Lehrerinnen ein. Abschiebungen verbessern keine Arbeitsbedingungen in Kliniken und sichern keine Renten. Statt im großen Stil abzuschieben, sollten Sie endlich im großen Stil soziale Politik machen. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Abgeordnete Robert Fahle. Robert Fahle ist fraktionslos schon vor längerer Zeit aus der AfD ausgetreten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für die Möglichkeit, mit einer Kurzintervention etwas dazu zu sagen. Liebe Dame von den Linken, es ist erschütternd. Ich glaube langsam, dass die Linke in diesem Land kein Verhältnis zur Demokratie und zur Aufrechterhaltung eines funktionierenden deutschen Staatswesens hat. Was Sie fordern, ist die Fortsetzung der Zerstörung unseres Landes durch offene Grenzen und keinen Schutz mehr für unsere eigene Bevölkerung. Sie sind zusammen mit den Grünen diejenigen, die diese Republik unterwandern und kaputt machen wollen. Und das will ich nicht, und das wollen auch die Bürger dieses Landes keinen Tag mehr erleben. Und die Grenzkontrollen bringen was, und das konnte man gestern im Fokus lesen. Das muss zurückgehen, dass jeder glaubt, in unser Land zu kommen, wenn er nur will, ohne einen ordentlichen Aufenthaltstitel und ohne eine Genehmigung dafür, dass unser Staat sagt, jawohl, wir akzeptieren Sie und tragen Sie was zu unserem Sozialprodukt bei, anstatt unsere Bürger auszumisten und unser Land auszupressen. Vielen Dank. Herr Fahle, bleiben Sie bitte stehen. Frau Bünger, möchten Sie antworten? Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Wortbeitrag vom Kollegen Fahle hat deutlich gemacht,
wer nicht auf dem Boden unserer Demokratie steht in diesem Land. Sie von rechts greifen alle Institutionen an. Sie von rechts greifen die Demokratie an. Sie stehen hier jede Woche und reden über Fake News. Sie bringen keine Fakten, nichts, nichts als Grundlage. Sie haben mit keiner Kommune geredet, aber Sie wollen machen auf dem Rücken der Kommunen ihre rechte Politik. Statt Vorschläge zu machen, wie man die Kommunen unterstützt und ganz konkret etwas liefert, machen Sie gar nichts außer rechtspopulistische Hetze. Und wir als Linke sind diejenigen, die sagen, wir müssen endlich auf das Soziale den Blick lenken. Wir sagen, und das habe ich hier am Podium gesagt, wir sagen, wir müssen Kitaplätze schaffen, Schulen schaffen, wir müssen Renten sichern. Darüber müssen wir reden. Sie sind diejenigen, die jede Woche hier die rechtspopulistische Scheiße auf die Tagesordnung bringen. Und niemand anders. Frau Böhnger, trotz aller Emotionen, das Wort Scheiße war unparlamentarisch und ich bitte, es nicht weiter zu gebrauchen. Keine formale Rüge wäre auch schwierig, denn ich erinnere mich, dass Bundeskanzler Willy Brandt dieses Wort sehr wohl im Parlament mal gebraucht hat. So, es geht hier um das Rückführungsverbesserungsgesetz, meine Damen und Herren. Ende September hat das Innenministerium mitgeteilt, gab es 255.300 ausreisepflichtige Personen, 205.000 davon allerdings mit Duldung hier. Dirk Wiese jetzt, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Am heutigen Tag beraten wir hier im Deutschen Bundestag in erster Lesung zwei wichtige Gesetzentwürfe. Auf der einen Seite das heute Morgen diskutierte Rückführungsverbesserungsgesetz und auf der anderen Seite die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Und diese beiden Gesetzentwürfe reihen sich ein in eine klare Linie, die diese Ampelkoalition verfolgt. Denn wir wollen auf der einen Seite Migration stärker steuern und ordnen. Das ist auch in der herausfordernden Situation, in der sich unser Land befindet, in der sich viele Kommunen befinden, auch eine Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger. Aber auf der anderen Seite wollen wir es genauso gut hinbekommen, die große Herausforderung der Fachkräftelücke, der Arbeitskräftelücke in diesem Land, dem zu begegnen. Wenn ich heute Morgen noch mal die Meldungen des Fachkräftereports des DIHK sehe, die eindringlich davor warnen, wie groß diese Fachkräftelücke in den nächsten Jahren wird, dann ist es genau diese Herausforderung, die wir als Ampelkoalition angehen wollen. Also auf der einen Seite mehr Steuerung und Ordnung und auf der anderen Seite Ja zur Zuwanderung in dieses Land. Wir brauchen Arbeitskräfte in den nächsten Jahren. Herr Wiese, gestatten Sie jetzt schon eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion? Ja, selbstverständlich. Sie haben das Wort. Alexander Hoffmann von der CSU. Danke, Herr Kollege Wiese, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich hatte heute früh eine Frühlingsrunde mit dem Kollegen von den Grünen. Sie sagen das jetzt auch, der Kollege Thomé hat es vorhin auch gesagt. Sie fangen immer an und erzählen, wir reduzieren illegale Migration. Und das verbinden wir dann gleichzeitig damit, dass wir unser Fachkräfteproblem durch Migration lösen. Und das ist diese linksgrüne Blase, was Sie de facto den Menschen seit Jahren vorgaukeln. Die Zahlen sagen aber etwas anderes. Wir haben ja Erfahrung sammeln können. Schauen Sie sich die Zahlen derer an, die seit 2015 zu uns gekommen sind. Wenn Sie die anschauen, die arbeiten dürfen, dann sind ganze 47% in Arbeit und das im Wesentlichen im Niedriglohnsektor. Noch desaströser sieht es bei den Menschen aus, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Die dürfen alle arbeiten. Ich will Ihnen die Zahl nennen. 19% in Arbeit. Im Übrigen gibt es andere europäische Länder, wo wir 70% haben. Kommen Sie und zu ich Ihrer frage Frage Sie, Kollege Wiese, wie können Sie in Ansehung dieser Zahlen immer noch wahrheitswidrig da vorne das Märchen von der Fachkräftemigration aus Ländern, die krisenbehaftet sind und migrationsbelastet sind, hier aufrechterhalten? Danke. Also erst einmal bin ich Ihnen sehr dankbar für die Zwischenfrage, weil mir das die Möglichkeit gibt, etwas weiter und ausführender ein bisschen auch darauf einzugehen. Und ich will mal einen ganz klaren Punkt sehr deutlich machen.
Das, was wir jetzt an Vorschlägen machen, das, was wir jetzt auf den Tisch gelegt haben, das geht genau in die Richtung, wie ich es ausgesprochen habe, stärker steuern und ordnen und weiter attraktiv in diesem Land für Fachkräfte zu bleiben. Und auf der anderen Seite, dass wir dafür sorgen, dass diejenigen Menschen, die bereits bei uns sind, die hier sind, den stärkeren Anreiz haben, über die erleichterte Arbeitsaufnahme hier letztendlich auch Fuß zu fassen. Und dass wir gleichzeitig als Ampelkoalition in den vergangenen Monaten mit Lebenslügen aufgeräumt haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das Chancenaufenthaltsrecht. Es gibt viele Menschen bei uns im Land, die hier gewesen sind, die im Status der Duldung sind, wo Abgeordnete aus Ihrer Fraktion, wenn Abschiebungen anstehen, Protestbriefe schreiben. Sehr geehrter Herr Hoffmann, ich kann nichts dafür, dass Ihre Fraktion Sie nicht auf die Rednerliste gesetzt hat heute, aber vielleicht hören Sie mir jetzt mal zu. Das Chancenaufenthaltsrecht war eine der Möglichkeiten, dass wir den Menschen, die schon bei uns im Land sind, die hier sind, die mit ihrer eigenen Hände Arbeit ihr Geld verdienen, dass die Möglichkeit haben, eine Bleibeperspektive zu haben. Und dass das übrigens etwas ist, was die Ampelkoalition richtigerweise auf den Weg gebracht hat, das ist letztendlich auch etwas, was viele in ihrer Fraktion unterstützt haben und richtig gemacht haben. Und darum werden wir als Ampelkoalition genau das machen. Wir werden steuern und ordnen und wir werden gleichzeitig attraktiv bleiben. Und ich sage Ihnen jetzt mal eins zum Abschluss. Und da können Sie weiter Zwischenrufe machen. Wenn Sie die Migrationsdebatte in diesem Land so weiterführen wie in den letzten Monaten, dann werden diejenigen, die wir brauchen, einen Bogen um dieses Land machen. Sie mit Ihren Äußerungen sind ein Risiko für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes in dieser Republik. Und das hat nicht nur der DIHK heute Morgen bestätigt. Und lassen Sie mich auf die Punkte eingehen. Das, was wir heute in diesem Gesetz als Rückführungsverbesserungsgesetz auf den Weg bringen, ja, das ist auch notwendig. Weil auf der einen Seite gibt es den Bereich der illegalen Migration. Und es gibt einfach Menschen, die in dieses Land kommen, die den Weg auch über den Asylweg suchen, die keine Bleibeperspektive haben, die sich hier nicht an die Spielregeln halten. Und darum war es wichtig für diese Bundesregierung und auch die Ampelkoalition, gemeinsam mit den Bundesländern und den kommunalen Spitzenverbänden in diesem Jahr zu schauen, wo gibt es Hindernisse. Wo gibt es Hürden, wenn Rückführungen anstehen, wenn Rückführungen vollzogen werden müssen, die momentan dazu führen, dass Rückführungen scheitern? Und da will ich auf zwei Aspekte hingehen. Es ist einmal in diesem Gesetz drin, die Ausweitung des Abschiebegewahrsams von 10 auf 28 Tage. Ja, das ist eine Härte und ja, das ist ein Eingriff. Und ja, ich kann es auch verstehen, wenn darüber intensiv diskutiert wird. Aber wir haben die Rückmeldung aus den Bundesländern, aus den Kommunen bekommen, dass es oftmals so ist, dass wenn jemand in Abschiebegewahrsam genommen wird, dieser Zeitraum von 10 Tagen nicht ausreichend ist, um möglicherweise die letzten Passersatzpapiere zu beschaffen. Und dann musste man am 11. Tag eine Person, die hier auch Straftaten begangen hat, wieder aus diesem Abschiebegewahrsam herauslassen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht in der Abwägung nicht geht. Und darum ist es richtig, dass wir an diesem Punkt die Hinweise aus den Bundesländern auch ernst nehmen. Und es ist auch richtig, dass wir uns angeschaut haben, was passiert, wenn eine Abschiebung stattfinden muss, ja, und dann in den Gemeinschaftsunterkünften möglicherweise jemand sich in anderen Räumlichkeiten versteckt. Ja, auch dies ist ein Eingriff für diejenigen, die davon betroffen sind. Und ja, auch das muss man sich rechtlich ganz genau anschauen. Aber in der Abwägung, die man zu treffen hat, ob eine Abschiebung in diesem Moment scheitert oder ob man auch einen anderen Raum betreten darf, wenn eine Abschiebung vollzogen werden muss, da ist es, glaube ich, richtig, in der Praxis hinzuschauen und diese Möglichkeiten zu eröffnen. Und genauso ist es richtig, die Abschiebungen zu erleichtern für Straftäter und Gefährder und gleichzeitig auch die Schleuserkriminalität zu verschärfen. Auch das sind richtige Vorschläge, die heute auf dem Tisch liegen. Und da bin ich auch dem Bundesinnenministerium tatsächlich dankbar, weil ich will einen großen Unterschied machen zur alten Arbeit des Bundesinnenministern. Man kann vieles auf dem Papier aufschreiben und vieles Richtige auf dem Papier aufschreiben. Das Entscheidende aber ist, dass man es umgesetzt kriegt. Und dafür braucht es tatsächlich erst die jetzige Bundesregierung, die die Punkte voranbringt. Und das werden wir jetzt gemeinsam auch auf den Weg bringen. Und von daher, ja, das ist ein wichtiges Gesetzgebungspaket. Aber es wird alleine nicht ausreichen. Und darum ist es genauso wichtig, dass diese Bundesregierung den Schwerpunkt legt auf Migrationsabkommen mit den Ländern, die momentan sich auch oft noch weigern, Menschen auch zurückzunehmen. Diesen Ländern wollen wir Angebote machen über eine stärkere Fachkräftezuwanderung, gleichzeitig mit ihnen auf Augenhöhe verhandeln. Weil nur wenn wir es hinbekommen, gleichzeitig mehr Migrationsabkommen mit Ländern, gerade auch im Nordafrika, aber auch im Nahen Osten hinzubekommen, dann wird das gesamt dazu führen, dass wir Migration stärker gesteuert und geordnet kriegen. Dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, das ist die Kernthese von Dirk Wiese, stärker ordnen. Der Bundeskanzler hat ja gesagt, im großen Stile abschieben. Das Rückführungsverbesserungsgesetz, was heute hier beraten wird, das schreibt der Gesetzgeber selber in dieses Gesetz, wird genau dafür sorgen, schätzungsweise, dass 600 Menschen mehr aus Deutschland abgeschoben werden. Christoph de Vries jetzt für die Union. Frau Innenministerin, lieber Kollege Wiese, ich muss sagen, anerkennend mal sagen, in Sachen Realitätsverlust stehen Sie dem Bundeskanzler von seiner Regierungserklärung wirklich keinen Millimeter nach. Das muss ich nach der Debatte einmal feststellen. Für ein funktionierendes rechtsstaatliches Asylsystem ist es einfach unabdingbar, dass diejenigen, die kein Bleiberecht haben, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt ist, unser Land auch wieder verlassen. Und wenn sie das nicht freiwillig tun, dann muss der Staat für die Rückführung Sorge tragen. Und von dieser Selbstverständlichkeit, das wissen wir doch alle, sind wir derzeit meilenweit entfernt in unserem Land. Und dieser Missstand trägt auch dazu bei, dass die Akzeptanz unseres Asylsystems insgesamt bei den Bürgerinnen und Bürgern schwindet. Das können wir überall ablesen. Und deshalb begrüßen wir es auch im Grundsatz, dass die Ampel mit diesem Gesetzentwurf erste Anstrengungen unternimmt, Ausreisepflichten konsequenter durchzusetzen und Abschiebehürden auch zu beseitigen. Aber es verhält sich in diesem Fall etwas umgekehrt wie bei Neil Armstrong und der Mondlandung. Für ihn war es ein kleiner Schritt, jedoch ein großer Schritt für die Menschheit. Dieses Gesetz ist hingegen ein gewaltiger Schritt für die Ampel, aber nur ein winziger Schritt, um die Migrationskrise in unserem Land zu überwinden. Und warum ist das so? Das Gesetz enthält Verbesserungen, die zahlenmäßig fast gar nichts bringen. Die Bundesregierung selbst geht in ihren Abschätzungen davon aus, dass 600 Personen jährlich mehr abgeschoben werden sollen. Und das bei 1.000 Neuankünften, die wir in den letzten Monaten haben. Dann ist das Gesetz doch eigentlich ein Witz, meine Damen und Herren. Das muss man hier an der Stelle auch mal so sagen. Und es zeigt eben auch, wie ambitionslos die Innenministerin beim Thema Abschiebungen in Wirklichkeit ist. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Und die Frage ist ja, warum haben Sie denn im letzten Jahr nicht mal 13.000 Abschiebungen hinbekommen, Frau Innenministerin? Ich will Ihnen sagen, warum das so ist. Ganz einfach, es war bis zu den herben Wahlpleiten in Hessen und Bayern überhaupt nie das Ziel dieser Bundesregierung, Ausreisepflichten konsequenter durchzusetzen und mehr abzuschieben in diesem Land. Das ist doch die Wahrheit. Und von Ihrer Rückführungsoffensive im Koalitionsvertrag, da sehen wir bis heute nichts. Bedeutsame Migrationsabkommen, kein einziges liegt bis heute vor. Und gleichzeitig verschärfen Sie die Migrationskrise durch immer neue Pull-Faktoren, die Sie selber schaffen. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele nennen. Ich möchte daran erinnern, dass die Ampel gerade diese Woche ihr Turbo-Staatsbürgerschaftsrecht einbringt. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu so viel Realitätsverlust. Jetzt wird die deutsche Staatsbürgerschaft für ein Butterbrot nach kürzester Zeit vergeben. Und ich möchte das Zweite nennen, das Chancenaufenthaltsrecht. Das ist angesprochen worden, mit dem Sie den Spurwechsel ermöglichen von der Asyl- in die Arbeitsmigration. Tatsächlich reduzieren Sie mit diesem Gesetz die Zahl der Ausreisepflichtigen stärker als durch Rückführung oder freiwillige Ausreisen. Bis Ende des September waren das 43.000. Das sind 43.000 Menschen, die alle ausreisepflichtig sind. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn wir so mit illegaler Migration umgehen, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn immer mehr Menschen nach Deutschland kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eins ist doch auch klar, wenn wir die Migrationskrise überwinden wollen, dann brauchen wir grundlegende Änderungen in der Migrationspolitik, damit die Zahlen sinken. Friedrich Merz hat hierzu 26 Vorschläge gemacht. Hier müssen Sie auch endlich mal handeln. Und ich frage mich auch, warum verhindert der Kanzler eigentlich eine Stärkung der Zuständigkeiten der Bundespolizei beim Thema Rückführung, obwohl sich die Ministerpräsidenten alle darüber einig waren. Es gibt doch gute Gründe dafür, dass die Bundespolizei mit der Fallbearbeitung bis hin zur Rückführung betraut wird bei illegal eingereisten Personen, wenn sie die an den Bahnhöfen auch aufgreifen. Und es ist doch ein Skandal. Ja, jetzt lehnt es aber Olaf Scholz ab gegen alle Ministerpräsidenten. Und das ist doch ein Skandal, dass selbst Personen, die zur Festnahme ausgeschrieben sind, gegen Meldeauflagen wieder auf freien Fuß gesetzt werden, weil die Abschiebehaftplätze in den Ländern fehlen. Das darf so nicht bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eins ist klar, wenn wir die Migrationskrise überwinden wollen,
dann müssen wir auch die Kontrolle bei der Einreise zurückgewinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es war eben ein schweres Versäumnis, Frau Innenministerin, dass Sie über Monate notifizierte Grenzkontrollen in Deutschland verhindert haben und dass sie nur gegen Sie und Ihren Widerstand von dem Kanzler und dem Ministerpräsidenten beschlossen worden sind. Und schauen wir uns das mal an, die Bilanz in 4 Wochen, das ist doch ein Riesenerfolg. 11.000 festgestellte illegale Einreisen, 4.800 Zurückweisungen, 670 vollstreckte Haftbefehle, alles in 4 Wochen. Das sind wichtige Schritte zur Eindämmung illegaler Migration. Und wir sind der Überzeugung, solange wir keine europäische Lösung bekommen werden, werden wir auf diese Maßnahmen auch nicht verzichten können. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Helge Limburg. Helge Limburg ist der rechtspolitische Sprecher der Bündnis-Grünen-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben gegenwärtig die Flucht von vielen Menschen aus vielen Ländern nach Europa und natürlich auch nach Deutschland. Der Kollege Thomae hat es bereits gesagt. Ein großer Anteil davon sind immer noch Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem verbrecherischen russischen Angriffskrieg auf ihr Land zu uns fliehen. Die Unterbringung, die Versorgung, die Betreuung, die Beschulung und weiteres mehr dieser Menschen ist natürlich eine große Herausforderung für unsere Länder und insbesondere für die Kommunen. Und das möchte ich hier an dieser Stelle einmal sagen. Allen, die daran haupt- und ehrenamtlich in unserem Land mitwirken, gilt unser aller großer Dank. Meine Damen und Herren, die öffentliche Debatte in den vergangenen Monaten fokussierte sich leider viel zu selten auf die Frage, was wir tun können, um die Kommunen bei dieser Arbeit zu unterstützen. Sie drehte sich auch nicht um die Frage der humanitären Hilfe, also was wir tun können, um möglichst vielen Menschen ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde in ihren Heimatländern zu ermöglichen. Und selbst die Frage, wie wir dem Arbeitskräftemangel in unserem Land auch dadurch begegnen können, dass wir in der Tat mehr Geflüchteten Zugang zum Arbeitsmarkt geben. Diese Frage stand viel zu lange nicht im Mittelpunkt. Es ist sehr gut, dass dieser Gesetzentwurf, Frau Ministerin, damit jetzt Schluss macht, dass wir Geflüchteten schneller erlauben, zu arbeiten. Die Union hat, nicht wahr, Herr Merz, stattdessen eine Debatte über Zahnarztbehandlung und eine Arbeitspflicht angezettelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir über eine Pflicht zur Arbeit nachdenken, sollten wir doch erstmal eine Erlaubnis zur Arbeit diskutieren. Und Herr Kollege Hoppenstedt, ich habe Ihnen genau zugehört, Ihr Satz, dass ja dann jede Person, nur weil sie einen Job hat, dann gleich hierbleiben darf, den finde ich schon befremdlich. Ja, in der Tat, das ist Ziel dieser Politik, dass wir den Firmen die Hände ringend nicht nur nach Fachkräften, sondern auch nach Arbeitskräften suchen, nicht mehr quasi die Mitarbeitenden von der Werkbank abschieben, sondern dass wir ihnen erlauben, hier zu arbeiten und damit zum Wohlstand in diesem Land beizutragen. Ich weiß ja nicht, was Ihnen die Firmen in Ihrem Wahlkreis sagen, aber bei uns jedenfalls gibt es einen sehr großen Bedarf nach Arbeitskräften und Arbeitserlaubnissen. Meine Damen und Herren, die Debatte fokussierte sich in der Tat vor allem auf immer härtere Eingriffe in Grundrechte Geflüchteter. Die Logik, damit Menschen davor abzuschrecken, hierher zu kommen, wird aber nicht funktionieren. Wer aus Afghanistan oder Syrien oder dem Sudan oder dem Jemen flieht, der flieht um sein Leben. Und er wird sich auch nicht durch noch so repressive Maßnahmen von Behörden davon abhalten lassen. Diese Realität anzuerkennen, würde Herr Frey uns allen guttun, weil es uns auf den Boden der Tatsachen zurückführen würde. Es ist in der Tat gut, dass die Ampelkoalition sich im Haushaltsverfahren auf eine Wiederaufstockung der humanitären Hilfe geeinigt hat. Meine Damen und Herren, klar, auch Abschiebungen können in einem Rechtsstaat die Folge eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens sein, wenn es keine Perspektive auf ein Bleiberecht gibt. Aber das sollte kein Grund für markige Sprüche und verbale Überbietungswettbewerbe sein. Eine Abschiebung bleibt ein tiefer Einschnitt, eine traumatisierende Erfahrung, und sie sollte deshalb in einem Rechtsstaat so schonend wie irgend möglich durchgeführt werden. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt als Deutscher Bundestag, wie es unsere Aufgabe ist, diesen Gesetzentwurf in aller Gründlichkeit beraten. Der Deutsche Bundestag ist, auch wenn einige öffentliche Äußerungen anderes suggerieren, auch nicht das Erfüllungsorgan der Ministerpräsidentenkonferenz, die nicht mal eine Erwähnung im Grundgesetz findet, sondern wir haben eine eigene Pflicht zur Abwägung und Beratung.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir können über vieles reden, aber wir verhandeln nicht über die Grundlagen und die Grundpfeiler unseres demokratischen Rechtsstaats. Nach Artikel 25 Grundgesetz sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil unserer Rechtsordnung. Das gilt für die Genfer Flüchtlingskonvention, das gilt für die Europäische Menschenrechtskonvention und es gilt natürlich auch für das Seerechtsübereinkommen. Ich komme zum Schluss. Der deutsche Gesetzgeber kann und wird nicht, auch wenn es andere Sorgen gab, Seenotrettung unter Strafe stellen, die durch das Seerechtsübereinkommen jedermanns Pflicht auf See ist. In dieser Frage wird es am Ende keine Zweideutigkeiten geben. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank. Helge Limburg hat es noch mal deutlich gemacht für die Bündnisgrünen. Härtere Eingriffe in Grundrechte Geflüchteter wird man nicht zulassen. Wenn sie allerdings keinen Asylgrund in Deutschland haben und hier rechtskräftig abgeurteilt wurden, dann weiß ich nicht, wo da ein Eingriff in ein Grundrecht eines Abzuschiebenden bestehen sollte. Nächster Redner jetzt hier Manuel Höferlein, der innenpolitische Sprecher der FDP. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Unser Migrationssystem ist aus der Balance. Das sagen nicht nur viele, die von betroffen sind in den Kommunen. Und das ist auch übrigens nicht erst seit ein paar Monaten. Das ist schon interessant, wenn ich höre, was für Kommentare aus der Union kommen. Denn alles, was im Moment zu dem Thema heute, nämlich Rückführungen, möglich ist rechtlich, haben Sie auf den Weg gebracht. Das Rückführungsgesetz, so wie es jetzt ist, so wie wir Rückführungen derzeit gestalten, basiert auf Ihrer rechtlichen Grundlage. Und genau daran gehen wir, denn wir brauchen eine neue Struktur des Migrationssystems in Deutschland, meine Damen und Herren. Und es gibt eben nicht nur die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern, sondern es gibt im Prinzip ein Vier-Türen-Modell. Wir haben die Kriegsflüchtlinge, die hierher kommen. Das sind im Moment immer noch viele, die hier sind, zu Recht aus der Ukraine. Und es gibt überhaupt keine Diskussion, dass Menschen, die vor Krieg fliehen, hier Schutz suchen. Wir haben ein Asylsystem in der zweiten Tür von Menschen. Das ist eine Lehre aus unserer Geschichte, dass Menschen, die verfolgt sind persönlich, hier Schutz suchen können, dass das einzeln geprüft wird und dass sie dann hier bleiben können, wenn sie dazu einen Anspruch haben. Das haben wir, eine Erfahrung, die wir umsetzen. Das Dritte, und das haben Sie jahrzehntelang negiert, wir brauchen Fachkräfteeinwanderung, die auch wirklich funktioniert und Leute, die hierher kommen. Sie haben jahrzehntelang abgelehnt die Erkenntnis, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das haben wir bereits auf den Weg gebracht. Und jetzt sind wir an der vierten Tür, über die wir heute reden, nämlich die Tür, die wieder zurückführt für die Menschen, die eben hier keinen Anspruch haben zu bleiben, weil es geprüft wurde, weil der Asylantrag geprüft wurde. Und es sind eben keine Asylbewerber mehr, sondern es sind abgelehnte Asylbewerber, die einen Rechtsweg durchschritten haben. Und darum kümmern wir uns heute. Das ist übrigens auch nichts anderes als Rechtsstaatlichkeit. Wir machen ein Migrationssystem aus einem Guss. Das haben Sie nie geschafft, obwohl Sie es vorhin kritisiert haben. Es geht also heute einerseits um den humanitären Schutz und die Verantwortung, die wir dort haben, die auch wirklich für die Menschen da ist, die es auch wirklich brauchen. Und es geht auf der anderen Seite um Rechtsstaatlichkeit. Übrigens auch ein Gebot der Fairness für diejenigen, die entweder hierher kommen, weil sie eine Fachkraft, eine Arbeitskraft sind und einen ordentlichen Weg nach Deutschland gesucht haben, oder weil sie wirklich hier Schutz brauchen. Und die Menschen erwarten auch, dass diejenigen, die hier keinen Schutz bekommen können, wieder gehen, weil unsere Kapazitäten, und das sagen uns die Kommunen, sind eben beschränkt, meine Damen und Herren. Und das ist nichts anderes als unsere Pflicht, das umzusetzen, etwas, was Sie jahrzehntelang nicht geschafft haben. Und deswegen ist es richtig, dass wir daran auch Bedingungen knüpfen, welche Menschen hier nicht bleiben können, wo wir vielleicht auch genauer hinschauen müssen und dass die Möglichkeiten der Rückführung besser zuschärfen können. Und es ist gesagt worden, wir gehen an Maßnahmen wie zum Beispiel den Wegfall aufschiebender Wirkung von Widersprüchen und von Klagen. Wir verlängern den Ausreisegewahrsam. Und es ist genannt worden, 28 Tage. Ich glaube, wenn gesagt wird, das reicht nicht, wir haben mit der Bundespolizei gesprochen und die sagen uns, jeder Tag mehr zählt und hilft ihnen. Das heißt, wir machen wirklich Dinge effektiv, die dazu führen können, dass diejenigen, die hier keinen Anspruch haben zu bleiben, eben auch wieder gehen müssen, wenn sie nicht freiwillig gehen. Übrigens, aus dem Ausreisegewahrsam kann jeder sofort in sein Land zurückgehen. Es ist keine Haft, meine Damen und Herren. Und wir stärken auch die Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung. Und ja, wir reden darüber, inwiefern wir dort Grundrechtsschutz weiter sicherstellen müssen und wie man das umsetzt. Und es ist richtig, dass im Gesetz alle Dinge, die die Regierung vorschlägt,
übrigens auf Vorschlag und in Einigung mit den Ministerpräsidenten, dass wir das uns genau hier angucken. Am Ende, meine Damen und Herren, beheben wir Fehler der Vergangenheit. Wir schützen diejenigen, die hier Schutz brauchen. Und wir bringen unser Asylsystem wieder in eine Balance, weil am Ende der Rechtsstaat auch durchgesetzt wird und die, die hier nicht bleiben können, auch wieder gehen müssen. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Rückführungsverbesserungsgesetz, mehrere Maßnahmen, die der Polizei neue Handhabe geben soll. Unter anderem, wer gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote verstößt, etwa weil er schon ausgewiesen wurde und eine Wiedereinreise verboten bekommen hat, kann nach Fesers Entwurf in Abschiebehaft kommen. Ja, was denn sonst? Das ist doch völlig selbstverständlich, oder nicht? Nächster Redner jetzt Detlef Seif von der CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vergangenen Jahr wurden über 23.000 geplante Rückführungen abgesagt. 7.000 alleine deshalb, weil die Ausreisepflicht hier nicht auffindbar waren. Die Union mahnt deshalb bereits seit Längerem an, dass die von der Bundesregierung angekündigte Rückführungsoffensive auch umgesetzt werden muss. Die Verbesserung der Befugnisse, die im heutigen Gesetzentwurf vorgesehen sind, ist richtig und zu begrüßen. Das kann aber nur ein erster Schritt sein. Dringend gefragt sind jetzt Abkommen mit den Herkunftsländern, damit diese ihre Staatsbürger auch zurücknehmen. Und meine Damen und Herren, es ist zwar interessant, wenn die Bundesregierung zurzeit mit Kirgisistan und Usbekistan verhandelt. Gerade jetzt sind aber Abkommen mit den maßgeblichen Ländern wichtig, und zwar auch mit der Türkei und dem Irak. Bei der Bundesregierung aktuell absolute Fehlanzeige. Das Hauptproblem des ungebremsten Zustroms von Migranten kann weder durch eine verbesserte Rückführung noch durch viele weitere nationale Maßnahmen gelöst werden. Das aktuelle europäische Asylsystem krankt daran, dass sich viele Menschen, die keinen Schutzanspruch haben, auf den Weg nach Europa und Deutschland machen. Denn gerade bei Deutschland wissen Sie, wenn du es einmal geschafft hast, ist eine absolut hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du auf Dauer in diesem Land bleiben kannst. Die Situation wird dadurch verschärft, dass andere Mitgliedstaaten bewusst europäisches Recht brechen. Sie unterlassen die Registrierung, damit ihre Zuständigkeit nicht nachgewiesen werden kann. Sie missachten die Dublin-Verordnung und nehmen Personen, für deren Verfahren sie zuständig wären, einfach nicht zurück. Und zudem, das ist die Krönung des Ganzen, urteilen deutsche Verwaltungsgerichte, dass viele Länder, darunter auch Italien und Griechenland, noch nicht einmal menschenwürdige Unterbringungsmöglichkeiten haben. Dadurch wird Deutschland zuständig für zigtausende weitere Verfahren. Das ist absolutes europäisches Asylchaos. Und so naiv kann man doch gar nicht sein, zu glauben, dass diese Unwuchten im europäischen Asylsystem durch die vorgesehenen Änderungen des GEAS behoben werden können. Deshalb ist ein völlig neuer Ansatz gefragt. Nur die grundsätzliche Verlagerung von Asylverfahren in sichere Drittstaaten wird den Anreiz nehmen, sich auf den gefährlichen Weg in die Europäische Union zu machen. Wenn die Menschen wissen, dass sie am Ende des Tages, und zwar am Ende einer gefährlichen und kostspieligen Überfahrt, in einen sicheren Drittstaat gebracht werden und auch nur dort einen Asylanspruch geltend machen können, wird die irreguläre Migration und damit auch als sehr positive Nebenwirkung das Sterben im Mittelmeer ein Ende haben. Die Union fordert deshalb die Schaffung der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeit, um Asylverfahren uneingeschränkt in Drittstaaten durchführen zu können. Und was macht die Bundesregierung? Sie teilt im Beschlusspapier der MPK-Konferenz mit vom 6. November 2023, dass sie die Zulässigkeit eines solchen Vorhabens prüfen werde. Meine Damen und Herren, was wir jetzt brauchen, ist keine Verzögerungstaktik, kein Prüfkatalog, sondern ein Masterplan. Es brennt im Karton. Bundesregierung und EU-Kommission sind gefordert und müssen sich mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass Asylverfahren zukünftig in sichere Drittstaaten verlagert werden. Das ist der einzig wirksame Weg. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Helge Lind. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Union, Amnesie rechtfertigt keine Amnestie. Das muss ich schon sagen. Und es ist schon relativ dreist, jahrzehntelang mit eigenen Bundesinnenministern maßgeblich Verantwortung zu tragen, maßgeblich auch in zahlreichen Bundesländern, auch im Bereich Rückführung Verantwortung zu tragen und so tun, als hätte man mit der jetzigen Struktur des Systems, an dem wir arbeiten, nichts zu tun. Wenn es eine Partei gibt, die Rechenschaft ablegen muss über die Situation und die Organisation von Migration in Deutschland, ist das die Union. Und wir arbeiten im Sinne von Praktikabilität gerade daran, es vernünftig zu machen. Und deshalb verstehe ich Sie auch nicht. In diversen Sendungen, auch mir gegenüber, sagen Abgeordnete der Union, dass das Thema Abschiebung, Rückführung ist irrelevant. Irrelevante Fragestellung. Plötzlich. Gleichzeitig heute im Plenum, es muss mehr abgeschoben werden, effektiver. Was ihr macht, reicht nicht hin, ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist schlicht entweder unredlich oder Sie verstehen sich selbst nicht. Dann fordern Sie auch heute wieder Ordnung und Regularität in der Migration. Unterschreiben wir sofort. Aber dann müssten Sie auch nicht Blockade gegen Aufnahmeprogramme machen wie Afghanistan, sondern sie flammend befürworten. Das, was Sie tun, ist aber humanitär inakzeptabel und ist auch logisch inakzeptabel. Und an das Thema Beschäftigungsduldung. Das ist nicht, wie eben behauptet wurde, das ist ja schon fast verschwörungstheoretisch, ein Erkaufen der Zustimmung der Grünen. Nein, das ist ein Koalitionsvertrag und meine Fraktion hat das ausdrücklich unterstützt. Und wir unterstützen das insbesondere deswegen, weil uns diverse Unternehmer im Sinne von Verlässlichkeit dazu aufgefordert haben und darunter nicht wenige mit CDU-Parteibuch. Und wenn Sie heute als große Entwicklung entdecken, Migrationsabkommen, dann müssten Sie applaudieren. Ich habe in der Vergangenheit in 4 Jahren der letzten Legislatur keinerlei erfolgreichen Versuch zu Migrationsabkommen gesehen. Hier haben wir jetzt aber, und zwar nicht nach Schauprinzipien, sondern mit Vernunft und Verlässlichkeit einen Sonderbevollmächtigten eingesetzt, dem es darauf ankommt, funktionierende Migrationsabkommen zu entwickeln. Also weniger Schein, weniger Unehrlichkeit und endlich mal ein wenig Demut, Verantwortung tragen. Das ist doch eigentlich ein konservatives Prinzip. Und an die Linke gerichtet, muss ich auch schon sagen, es steht nicht im ersten Satz des Gesetzentwurfs, dass geflüchtete Personen ein Problem sind. Da steht, dass der völkerrechtswidrige Angriff Putins auf die Ukraine Kommunen, Bund und Länder Herausforderungen stellt. Und da sollten wir uns, glaube ich, alle einig sein. Und ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, deutlich zu machen. Wir sprechen hier und regeln in diesem Gesetzentwurf Ausreise, Rückführung, Abschiebung, nicht aus der Perspektive des Sozialstaates, sondern aus der Perspektive des Rechtsstaates. Es geht um Umsetzung des Rechtsstaates. Und es geht um Klarheit. Und das scheint mir auch wichtig zu sein. Und das ist ein Unterschied auch gegenüber der Zeit zuvor. Diese Innenministerin und wir setzen uns zusammen mit den Kommunen. Sie brüllen gerade, wir sind die Kämpfer für die Kommunen. Wir setzen das um. Diverse Vorschläge in diesem Gesetzentwurf sind auf Wunsch der Ausländerbehörden Teil dieses Gesetzentwurfs. Auch die Verbesserung bei den Arbeitsverboten, die Praktikabilität, zum Beispiel auch die Verlängerung des Aufenthalts bei subsidiären Schutz. Da sind wir Dienstleister der Ausländerbehörden. Und deshalb laden wir auch eine Sachverständige aus meiner Ausländerbehörde ein, weil wir Kommunen ernst nehmen, weil wir nicht diese Schaufensterpolitik, die Sie lärmend produzieren, hier vorführen, weil wir konkret im Bündnis mit Bund, Ländern, Kommunen und auch vielen Ministerpräsidenten unterschiedlicher Parteibücher, auch der CDU, ganz sachlich, nüchtern auf dem Boden des Rechtsstaates dieses umsetzen und umsetzen werden, was Ihnen nicht gelungen ist. Vielen Dank.
Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Das hat der Bundeskanzler gesagt. Und der nächste Redner hier ist Matthias Helfrich. Er ist übrigens der einzige Abgeordnete im Parlament, der von Anfang an fraktionslos war, weil die AfD das friedliche Gesicht des Nationalsozialismus nicht aufnehmen wollte. Toll aus, tolles Haar. Ihr Friseur ist wirklich jeden Euro der 13.000 Euro Steuergeld wert. Meine Damen und Herren, liest man Ihren Entwurf des Rückführungsverbesserungsgesetzes, könnte man meinen, Sie hätten verstanden. Natürlich ist es richtig, schneller, unbürokratischer und offensiver abschieben zu wollen. Natürlich ist es richtig, die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams von 10 Tagen auf 28 Tage zu verlängern. Und natürlich ist es richtig, dass Behörden auch andere Räumlichkeiten als die des abzuschiebenden Ausländers betreten dürfen. Aber was von Ihren ambitionierten Ankündigungen zu halten ist, zeigt die Tagesordnung des heutigen Sitzungstages. In wenigen Stunden werden Sie die weitere Aushöhlung unseres Staatsangehörigkeitsrechts forcieren. Sie wollen die bevölkerungspolitische Transformation betonieren und die Auflösung Deutschlands als Land der Deutschen unumkehrbar machen. Mehrfach Staatsangehörigkeiten, Turbo-Einbürgerung und unsere deutsche Staatsangehörigkeit als Ramschware. Das Rückführungsverbesserungsgesetz, schreien Sie doch nicht so, das Rückführungsverbesserungsgesetz soll nur Ihren wahren Tatplan verschleiern. Abschiebung durch Einbürgerung auf ewig unmöglich zu machen. Schon jetzt werden aus Ihren Reihen Stimmen laut, Palästinenser aus Gaza oder Afghanen aus Pakistan aufzunehmen. Es ist die Vorhut, da gehören Sie ganz besonders dazu, des nächsten migrationspolitischen Großangriffs auf das deutsche Volk. Wer es gut mit Deutschland meint, fordert Remigration, millionenfache Remigration. Ein Bündel von politischen Maßnahmen, welche friedlich und rechtsstaatlich die Demografie harmonisieren, die Identität des Staatsvolkes, Frau Kador, erhalten und die Transformation in einen Vielvölkerstaat verhindern. Und bis dahin sollten Sie alle die Aufnahme von Afghanen oder wahlweise Afrikanern, Frau Kador, in der eigenen Luxusbude erklären. Nutzen Sie das Formular, was wir Ihnen allen zugeschickt haben, und nehmen Sie selbst Migranten auf. Ich helfe Ihnen gerne beim Ausfüllen, Frau Präsidentin. Das ist in der Tat, werde ich mir das noch mal anschauen. Sie wissen, dass ich dieses widerliche Flugblatt deutlich im Ältestenrat kritisiert habe. Und es ist mindestens ein Ordnungsruf wert, weil Sie mich gerade in einer Art und Weise angesprochen haben, die hier im Präsidium auch nicht geduldet wird. Vielen Dank. Jetzt hat aber das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Max Lux. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss schon sagen, nach dieser Rede der Schäbigkeit und des entgrenzten Hasses auf unser Land bin ich sehr dankbar, dass die demokratischen Fraktionen hier im Haus bei aller Unterschiedlichkeit in der Debatte eins eint. Wir geben unsere Empathie für die Schicksale von Menschen nicht auf, und wir sind stolz auf unser Land, weil unser Land den Schutz gibt, die Schutz brauchen. Eine Wahrheit ist aktuell, aber auch unser Land schiebt zu oft die Falschen ab. Wir sprechen manchmal über Rückführungen, als gäbe es einen Überbietungswettbewerb der Zahlen und vergessen Schicksale, die so nicht passieren sollten. So das Schicksal der jesidischen Familie Shairi, die vor dem Genozid des Islamischen Staates geflohen war und im Allgäu eine neue Heimat gefunden hatte. Am vergangenen Montag ist diese Familie, die niemals straffällig geworden ist, in den Irak abgeschoben worden. Dorthin, wo Jesiden tagtäglich der Bedrohung durch Islamisten ausgesetzt sind. Zwei Töchter sind noch hier, ihre zwei kleinen Geschwister nicht. Diese zwei kleinen Geschwister sprechen kein Kurdisch oder Arabisch, sie sprechen nur Deutsch, weil Deutschland das Land ist, in dem diese Familie zum ersten Mal in ihrem Leben Schutz durch einen Staat erfahren hat. Noch im Januar hat unser Parlament einstimmig den
Genozid an den Jesiden anerkannt. Und meine Damen und Herren, sollte ein solches Problem nicht groß genug sein für Herkunftsländer Leitsätze, für Innenministerkonferenzen, für uns als Gesetzgeber? Meine Fraktion schlägt vor, für diese Menschen, für Jesidinnen und Jesiden eine Lösung zu finden, zum Beispiel im Aufenthaltsgesetz, sodass sie nicht mehr abgeschoben werden. Und wir laden alle demokratischen Fraktionen dazu ein, daran mitzuwirken. Dankeschön. Das war Max Lutz von den Bündnisgrünen. Eigentlich geht es hier ums Rückführungsverbesserungsgesetz, also die Menschen, die zurückgeführt werden sollen, die sich häufig auch entziehen dieser Rückführung. Da soll die Polizei neue Mittel an die Hand bekommen, aber darüber redet kaum jemand. Und der Gesetzgeber selber sagt, es werden ja nur 600 Personen am Ende mehr sein im Jahr. Mechthild Wittmann jetzt für die CDU-CSU. Wir sprechen heute über ein Rückführungsverbesserungsgesetz, das Sie selbst in den Ampelkoalitionen anzweifeln und dessen Wirksamkeit Sie selbst gar nicht betonen wollen. In der Tat ist es so, dass dieses Rückführungsverbesserungsgesetz, und das haben wir bereits bei den Vorrednern gehört, diverse Maßnahmen und diverse Festschreibungen erhält, von denen man eigentlich davon ausgehen sollte, sie sind längst Usus, sie sind längst Rechtslage und sie können längst durchgesetzt werden, weil sie einem Rechtsstaat genauso notwendig sind. Ich darf zum Beispiel daran erinnern, dass wir festschreiben, dass die Durchsuchung von Wohnungen nun insoweit erleichtert werden soll, dass eben auch zum Beispiel das Nachbarzimmer mit angeschaut werden soll. Wo kommen wir denn dahin, wenn es so einfach ist, einfach das Zimmer zu wechseln und schon war alles obsolet, was an polizeilichen Einsätzen möglich ist und notwendig wurde? Weil derjenige, der sich hier entzieht, ja längst illegal sich aufhält und weiß, er muss gehen, weil er dem Rechtsstaat eben die lange Nase zeigt und sagt, nein, das Recht gilt vielleicht für andere, aber nicht für mich. Und deswegen, meine Damen und Herren, muss es auch durchgesetzt werden, was der Rechtsstaat an Mitteln hat, wenn es sich um unrechtmäßiges Verhalten handelt. Und Das Gleiche gilt natürlich auch für die Durchsuchung von Datenträgern und Mobilgeräten. Denn wenn derjenige absichtlich, wissentlich verschleiert, wie seine Identität ist, aus welchem Herkunftsland er kommt, um alle diejenigen Vorzüge genießen zu können, die gerade für die Länder ausgesprochen werden, wo es besondere Schutzwürdigkeit gibt, dann muss es eben möglich sein, wenn er zwar den Pass verloren hat, aber Gott sei Dank sein Handy nicht, dass wenigstens über das Handy feststellbar ist, zu welchem Staat er gehört und was deswegen für ihn an Rechtsfolgen zu erwarten sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Tatbestand, der jetzt festgeschrieben ist, wurde noch gar nicht erwähnt, nämlich dass wir als Ausweisungstatbestand nunmehr auch im 54.1 des Aufenthaltsgesetzes auf die organisierte Kriminalität eingehen. Ja, das sollte doch selbstverständlich sein. Und insoweit haben Sie natürlich ein Stück weit recht. Das, was wir heute festschreiben in diesem Gesetz, ist etwas, was eigentlich nur das Minimum dessen sein kann, was die Ministerpräsidenten seit Monaten flehentlich erbeten haben, aus der Praxis, die Sie in Ihren Ländern erleben. Und meine Damen und Herren, natürlich ist es eine ganz große Besonderheit, dass wir heute dann direkt danach über das Staatsangehörigkeitsrecht reden. Denn mit der beschleunigten Einbürgerung von nahezu allen Staatsangehörigkeitsinhabern machen wir doch nichts anderes, als sie genau in den Schutz zu stellen, dass eine Rückführung gerade nicht mehr möglich ist. Und deswegen ist es ein Paradoxon, was wir heute betreiben in diesem Parlament. Und lassen Sie mich auf ein Letztes eingehen. Wenn Sie sagen, es hätte keine Rückführungs- und keine Rückführungsabkommen gegeben und da hätte nichts davon gewirkt. Mein lieber Herr Kollege Lindt, wer genau hat denn den hocherfolgreichen EU-Türkei-Deal verhandelt? Wer denn? Nicht mal die SPD hat sich daran beteiligt, sondern es war die unionsgeführte Bundesregierung, die diesen hocherfolgreich erreicht hat von ehemals 1 Million. Die über die Türkei-Grenze gekommen sind, konnte bereits im Folgejahr reduziert werden auf nur noch 26.000. Was anderes ist es als ein grandioser Erfolg. Ein grandioser Erfolg. Und genau zu solchen Abkommen müssen wir wieder kommen und deswegen bedarf es vieler Maßnahmen. Die wichtigste Maßnahme aber, um das Sterben in der Sahara und auf dem Mittelmeer zu verhindern,
ist, dass die Menschen sich nicht mehr auf den Weg machen. Und dafür sind alle Anzeichen aus diesem Lande notwendig, dass es hier nichts zu erwarten gibt, dass dieses Risiko, wenn es nicht wahre, blanke Verfolgungsnot ist, überhaupt nicht rechtfertigt. Ich danke Ihnen. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Gülistan Yüksel. Gülistan Yüksel ist die letzte Rednerin in dieser Debatte zum Rückführungsverbesserungsgesetz, erste Lesung heute. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade in der aktuellen Debatte zur Rückführung kann das nicht oft genug gesagt werden. Menschen, die vor Gewalt, Krieg und Unterdrückung zu uns fliehen, muss Zuflucht und Schutz gewährt werden. Als Ampelkoalition haben wir uns zu einer ordnenden und humanitären Migrationspolitik verpflichtet. Wir wollen Migrationspolitik vorausschauen und realistisch gestalten, und zwar mit guten Regeln, damit alle davon profitieren. Und ja, dazu gehört auch, dass diejenigen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die unter keinen Umständen ein Bleiberecht haben, Deutschland auch wieder verlassen müssen. Deshalb möchte die Bundesregierung einige gesetzliche Regelungen anpassen, damit Abschiebemaßnahmen der Behörden nicht weiter verhindert oder erschwert werden. Diese Vorschläge werden im parlamentarischen Verfahren beraten und dabei die grundrechtlichen Vorbehalte der Zivilgesellschaften genau prüfen. Auch wenn wir nach wie vor für eine Trennung von Asyl- und Erwerbsmigration stehen, wollen wir gute und pragmatische Lösungen für die Menschen, die hier im Lande sind. Deshalb erleichtern wir Asylsuchenden und Geduldeten auch den Zugang zum Arbeitsmarkt. Geduldeten erteilen wir zukünftig im Regelfall eine Beschäftigungserlaubnis. Dies schafft klare Richtlinien für die Kommunen und bundesweite Einheitlichkeit. Zudem lockern wir das Arbeitsverbot für Geflüchtete, die sich in Einrichtungen befinden. Zukünftig dürfen sie spätestens nach 6 Monaten arbeiten. Bisher waren es 9 Monate. So stärken wir die Integration und Teilhabe. Gleichzeitig bekämpfen wir damit Arbeitskräftemangel und bereichern den Jobmarkt. Das ist gut für unser Land und gut für die Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und bevor jetzt die rechte Seite, die heute ja sehr ruhig ist, schreit, wir würden einfach alle aufnehmen, was sie ja sonst immer tut, und diese Hetze ist einfach unsäglich. Personen, die Deutschland verlassen müssen oder etwa ihre Identitätserklärung verweigern, bleiben von dieser Regelung ausgeschlossen. Die neuen Maßnahmen sollen gezielt Schutzsuchenden zugutekommen, die einen wertvollen Beitrag zur deutschen Gesellschaft leisten können und wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn nicht alle Geflüchteten bei uns bleiben können, die meisten haben einen Anspruch auf Asyl. Und dieses Menschenrecht werden wir weiterhin verteidigen. Herzlichen Dank. Der Schlusssatz von Gülistan Yüksel. Es ging aber in dieser Debatte eigentlich darum, wie man die Menschen, die kein Bleiberecht hier haben, schneller und besser los wird. Das Gesetz, Rückführungsverbesserungsgesetz, wird jetzt in die Ausschüsse beraten. Es dürfte interessant sein, wie sich die drei Koalitionspartner da auf einen Text einigen, denn die Grünen haben hier ja massivste Bedenken geäußert.